Die international erfolgreichen deutschen Automobilbauer nutzen die Rennserie zur Darstellung hausgemachter Potenz und Kompetenz. Und dabei sind im ewig jungen und gleichwohl klassischen Duell Mercedes kontra BMW neue Herausforderer stets willkommen. Audi und Opel zum Beispiel, die einen 8-Zylinder in V-Form und einen 6-Zylinder in Reihe für siegverdächtig genug hielten, um so ausgerüstet der 4-zylindrigen Konkurrenz von Mercedes und BMW die Stirn und notfalls auch die Stirnfläche zu bieten. Beim eleganten Paarlauf vor der Saison ließ man sich gegenseitig gerne den Vortritt. Nach Ihnen, Herr Ludwig. Aber nicht doch Herr Stuck. I beg your pardon, Mr. Soper. Nicht nach Ihnen, sondern vor allen lautete das Startkommando dieser drei dann bei der Saisonpremiere in Zolder. Dass sich Steve Soper bei dieser Attacke die heißesten Sporen eines Heißsporns verdiente, ist überliefert und dokumentiert. Per Karosserieabdruck. Seine Rivalen am weißen BMW. Regen bringt nicht immer Segen, wie der nächste Lauf in Hockenheim zeigen sollte. Seine Durchlaucht, Prinz Leopold von Bayern, einer der wenigen Blaublüter, die fahren und nicht fahren lassen, hier in der Rolle des Rechtsabbiegers. Dem Leid der Planke und seines BMW M3 folgte obendrein auch noch ein Delikt von Majestätsbeleidigung. Aber hören Sie selbst. Ja, der Dreherpolk sagt, gell? Ja, recht. In meinem Namen, so. Ja. Mist, gell? Ja. Der Striezel sagt zu mir, wir haben ja zugeschaut. Jetzt haben wir gesagt, betet, gell? Wir haben gewettet, ich hab mit ihm gewettet. Warum wettest du sowas? Was? Ja, ich habe dagegen gehalten. Auch andere tanzen aus der Reihe und über Stock und Stein. Stuck quetscht den V8 aus wie eine Zitrone. Cecotto atmet im Ziel erleichtert durch. Lange wäre das sicherlich nicht mehr gut gegangen. Für Stuck war der zweite Platz nicht weniger wert als ein Sieg. Wer es nicht glaubt, hier der unbestechliche Bildbeweis. Die Dreharbeiten auf der Piste gingen indes munter weiter. Giroir contra Nissen, Team contra Team. Der Blick aus Winkelhocks Inboardkamera beweist, dass nicht jedes Rauchzeichen vom Gegner richtig verstanden wird und dass auch Mercedes-Fahrer hier und da anlehnungsbedürftig sind. Vom Start weg zeigt Stuck, dass der Schock von Mainz das Ingolstädter Team beflügelt hat. Der Audi V8 kontrolliert das Geschehen in Wunstorf nach Belieben. Eine ganz enge Partie zwischen BMW und Mercedes an der Hohen Acht auf der 25 Kilometer langen Piste wird hierbei um Zentimeter gerangelt. Ohne Klaus Ludwig allerdings, der Trainingsschnellste und Spitzenreiter, scheidet im Pflanzgarten aus. Ein Defekt an der Benzinzufuhr, der Bruch des gefürchteten Pfennigartikels, lässt Ludwig scheitern. Bei jenem Rennen, das er mehr als alle anderen gewinnen wollte. Man sieht dem Ex-Meister an, wie er sich fühlt, auch ohne seine ersten Worte nach dem Ausstieg, die nicht in einen auf Niveau bedachten Rennsportfilm passen. So viel aber darf Ludwig sagen, um zu zeigen, wie er sich fühlt. Sollte vielleicht besser Fußball spielen. Ne? Team führt im König Pilsener Mercedes von AMG und wird attackiert von Heger im Linder BMW, was Teamchef Hans-Werner Aufrecht in sengender Hitze so cool wie John Wayne in seinen besten Jahren zur Kenntnis nimmt. Heger, auf der Suche nach dem spätesten Bremspunkt im ganzen Land, muss feststellen, dass den Team bereits gefunden hat. Nach der Einlage im Grünen schafft Heger immerhin noch Rang 5. Und selbst der Mann, der nicht Rennfahrer sein will, treibt hier um wie eine aufstrebende Nachwuchskraft. Röhrl im Audi V8 macht am Ring notfalls auch mit Stoßstangenklopfzeichen auf sich aufmerksam. Hinter ihm ein Mann, der hier sein Schicksalsrennen absolviert, Favorit Johnny Cecotto, zeigt Nerven beim vorletzten Lauf, demnächst mehr davon. Feuer und Flamme ist man bei Opel für das DTM-Engagement, auch wenn es für vordere Plätze 1990 noch nicht reichte. Mangelnde Ausgereiftheit machen die Opelfahrer Österreich und Nizwitz durch verschafften Einsatzwett. Zumindest im Schikanen-Weitsprung mit Tempo 220,
ist Opel bereits der zuverlässige. Kaltfeld zu Cicotto, für mich bist du der wahre Meister und nächstes Jahr, da müssen die sich alle warm anziehen. Hans im Glück. Sicher der spannendste und schönste Titel meiner Karriere. Heute bin ich einmal sprachlos, tut mir leid. Ein Stuck, dem nichts mehr einfällt, wer hätte das gedacht? Bussi links, Bussi rechts für seine Helfer. Und Meister Hans hat nur noch eins im Sinn, einfach durchdrehen. Jetzt geht's rund und wie man sieht, der Hans, der kann's.